Lasst doch gerne einen Kommentar da, was ihr vielleicht als nächstes Kit sehen wollt hier. Jo meine Verrückten und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von den Minecraft Ender Games. Wir spielen heute mal wieder mit einem spannenden kleinen Kit. Ihr konntet es wahrscheinlich schon am Titel lesen. Wir spielen heute mal mit dem Spion-Kit. Und ich erkläre euch auch gleich, was das hier macht. Das ist eigentlich ein ganz cooles Kit, finde ich. Deswegen spionieren wir hier mal die Leute ein bisschen aus, ne? Bisschen spionieren ist natürlich auch immer ganz spannend. So, dann gehen wir mal direkt in die Richtung hier. Ah, scheiße, fast ins Wasser gelandet. Okay. So, dann jetzt ganz schnell rüberspringen hier. Und für die Leute, die direkt fragen wollen, wie heißt denn der Shader, Freaks? Weil ich, du weißt nicht, das fragen immer so viele Leute und ich will nicht jedem einzeln antworten. Ja, der Shader ist so und so und so und so. Deswegen, Leute, ihr könnt gerne den Leuten, die das immer fragen, antworten. Also quasi, beziehungsweise ich sag das ja meistens in der Folge, vielleicht kriegen die Leute das immer nicht mit. Das ist jetzt der Rudo Place Shader. Rudo wie Rudo und Place wie Place, ne? Wisst ihr Bescheid? Und wenn ihr jemanden seht, der vielleicht unten in den Kommentaren fragt, dann sehr gerne dieser Person oder diesem Menschen oder wie auch immer gerne antworten, dass das der Rudo Place Shader ist. Und ich benutze das Specs BubiDCraft 64x64 Pixel, weil ich finde das 128x128, weiß ich nicht, das gefällt mir nicht so gut irgendwie, weiß nicht. Ich glaube, die Auflösung passt nicht so ganz zu Minecraft, keine Ahnung. Ich finde das hier ein bisschen schöner. Und deswegen benutze ich das hier jetzt nicht so, dass es so wäre, dass mein PC das nicht packt. Wir haben gerade 120 FPS, also alles tutti. So, die Sache ist ja, wir spielen heute mit dem Spion-Kit, ne? Und die meisten Leute fragen sich ja, was macht denn das eigentlich, Freaks? Das hast du jetzt ja noch gar nicht erzählt, ne? Das machen wir auch gleich direkt. Erstmal müssen wir uns jetzt mal ganz schnell ein bisschen hier in Sicherheit wiegen, beziehungsweise ein paar Items hier ein paar Sachen machen. Okay, das hat natürlich wieder super geklappt, nämlich gar nicht. Okay, so, ganz schnell ein Diaschwert machen hier. Bevor der hier gleich vor der Tür steht. Okay, dann machen wir uns einfach hier das hier, zack, zack, zack. So, okay, dann jetzt ganz schnell die Dinger hier nehmen. So, und was macht denn jetzt das Spion-Kit? Ja, mit dem Spion-Kit, das zeige ich euch einfach direkt gleich mal in Action. Machen wir jetzt mal was ganz Witziges hier. Wo auch immer der Typ hier ist, da. Und zwar das hier macht das. Wie ihr jetzt schon gehört habt, bing, bing. What? Bing, bing. Was ist denn bing, bing? Und zwar hier. Unsichtbar. Wuhu. Und wieder sichtbar. Also quasi, man kann hier super rumspionieren in Minecraft Ender Games. Man kann sich eigentlich super anschleichen von hinten. Das finde ich so witzig an diesem Game, wollte ich gerade sagen. Ich bin schon wieder so verplant, Leute. Es tut mir manchmal echt leid, ey. Ich bin mal so ein Brain-AFK-Mensch. Das müsst ihr einfach... Weiß ich nicht, ey, das müsstet ihr mittlerweile eigentlich schon wissen, ne? Und auf jeden Fall, ja, ist es quasi so, wir haben Schärfe gekriegt, sehr nice. Ist es quasi so, hier kann man sich super anschleichen. Zum Beispiel, guck mal, wir gehen jetzt hier hin, er denkt, wir wären irgendwo, ne? Und also man kann quasi seinen Standort faken, so richtig nett. Also quasi, man kann einfach hier seinen Standort schön faken in Minecraft Ender Games. Das ist sehr, sehr gut, deswegen gefällt mir das, ich bin so blöd, ne? Deswegen gefällt mir dieses Kit hier auch so super. Weil man kann hier einfach quasi so mega sneaky peeky Action machen. Das geht natürlich. Ich kriege das meistens immer nicht so hin, wie ich das möchte. Obwohl das eigentlich echt geil ist halt, ne? Man kann hier einfach so rumsneaken. So, ich bin ja gar nicht da. Wo ist er denn? So nach dem Motto. Und ich hätte einen Trank der Vergiftung. Den wollte ich nicht nehmen. So. Okay, wir müssen mal eben ganz schnell was essen. Und dann gehen wir mal direkt da hinten rüber. So, hier. Zack. Speedblock, wuhu, nochmal Speedblock. So, da drüben, ach, da ist sie schon weg, die Kiste. Da haben wir aber direkt noch eine. Okay, da haben wir noch ein paar Sachen gekriegt. Schnelligkeitspotion, kann man immer mal gebrauchen. Eine Angel, weiß ich nicht. Oh, wir haben einen Stärkebogen, das ist natürlich unser jetzt hier gerade mal. Na, wenn man das hier schon mal so hat, dann ist das natürlich, wir haben 6 Dias. So, jetzt müssen wir aber mal echt dringend hier mal einen kleinen Baum abbauen. Das machen wir natürlich auch alles hier, sneaky peeky. Uns sieht ja hier keiner, ne, ist ja einfach so, uns sieht hier keiner, so, wir wurden mit irgendwem hier getauscht, ist hier jemand in der Nähe? Nee, alle am Chillen hier ein bisschen, so, das Gute ist, er hat noch seinen Block aufgenommen und ich nicht mehr, oder wie? What the fuck? Ach, ich habe ja 5. Gut, Patrick, na, über Schlauheit diskutieren wir jetzt ja am besten nicht mehr weiter, ja, wie schlau ich bin, so, wir machen uns jetzt erstmal ein Dia-Helm, ups. So, machen wir uns eine Eisenhose, zack. Ein paar Stiefel können wir uns immer noch nicht machen. Können wir uns nicht leisten hier, so.
Sibbeldi-Sapp und Sibbeldi-Sipp. Zack. So, und deswegen, jetzt probieren wir uns mal ein bisschen bei dem anzusneaken, weil die Sache ist auch, das Kind verschwendet halt oder kriegt halt, man braucht ziemlich viel Essen, damit man das quasi hier gut machen kann. Die Sache ist, man sieht einem ja noch auf dem Tracker. Also es ist jetzt ja nicht so, dass es wirklich mega, mega, mega böse ist. Aber das Witzige ist halt, die Leute sehen einen einfach nicht, wenn man so von hinten angesneakt kommt. Ey, ich finde das so geil, ey. Das macht so Spaß. So, guck mal hier. Da haben wir ihn noch. Da haben wir direkt gleich irgendwo den nächsten hier. Da vorne. So, pass mal auf. Guck mal, Leute, was wir hier jetzt machen. Guck mal, der denkt sich jetzt gleich, wenn der sich mal umdrehen würde. Mann, ich dachte jetzt, oh, der denkt sich gleich WTF. Hä, wo kommt der Pfeil her? Nee, der dreht sich einfach nicht um. Der geht einfach direkt, ey. Der geht einfach direkt ein bisschen. Der denkt sich, oh, was geht ab im Step? Wir gehen einfach mal direkt ein bisschen. Guck mal, jetzt denkt er sich auf. WTF, woher kommt der Pfeil? Zack. Ja, wir haben ihn. Okay, oh mein Gott, Leute. Wir haben nur noch einen anderen Gegner. Sehr, sehr geil. Sollen wir da mal runtertauchen? Ich will da nicht runtertauchen. Das ist Wasser. Okay, hier haben wir ein bisschen was. Noch ein paar Items. Nee, dann probieren wir das bei dem mal richtig sneaky. Deswegen, das Lustige ist halt einfach, man kann halt nicht einschätzen oder der Gegner kann nicht einschätzen, wo man ist. Deswegen ist das Kit eigentlich auch ein bisschen, naja, OP nicht unbedingt. Aber es ist einfach, ja, also es ist nicht OP, wenn man natürlich wenig Essen hat. Wir haben jetzt natürlich hier ein bisschen Glück und haben natürlich ein bisschen mehr Essen. Wir stellen es jetzt einfach mal hier drauf. Bing, 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 bing. Ding, 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 ding. Zack, und wenn man das nämlich mega lang benutzt hier, das können wir jetzt einmal machen, müsste das Essen recht schnell wegschwinden, quasi, normalerweise, eigentlich. Also ich glaube, wenn ein Gegner in der Nähe ist, klappt das auf jeden Fall. Hier ist auch irgendwo einer, da unten ist er. Oh Gott, Alter, der hat aber auch mega die krassen Sachen hier. Oh Gott, nein! Wow! GG! Oh mein Gott, Leute, den konnten wir jetzt einfach nicht mehr kriegen. Aber es hat nicht so ganz geklappt mit unserer Taktik hier, ne? Mit der verrückten Taktik. Ja. So, auf jeden Fall, ja, wollte ich das eigentlich ein bisschen cooler gestalten, hat aber nicht so ganz geklappt. Oh Mann! Ach, Leute, ey. Aber es kann nicht immer so alles klappen im Leben, wie man es gerne haben möchte. Deswegen, ich würde mich sehr freuen, wenn es euch hier gefallen hat, wenn ihr da eine kleine Bewertung abgeben würdet. Und ich glaube, ich habe letztes Mal gesagt, ob wir die 700 Likes schaffen. Ich sage jetzt einfach, schaffen wir vielleicht hier auf die Folge mal die 800 Likes. Das wäre sehr, sehr nice, weil wir haben meistens immer ein bisschen mehr geschafft. Deswegen, ich erhöhe einfach mal um 100er Schritte. Und ich würde sagen, lasst doch gerne einen Kommentar da, was ihr vielleicht als nächstes Kit sehen wollt hier auf meinem Channel. Und da war's das. Macht's gut, haut rein. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bye, bye, cheerio und tschüss.